Hallo zusammen, heute berühmte Gericht aus Asien, Kazan-Kebab oder Kazan-Kebab. Kazan-Kebab besteht aus drei Zutaten, Hauptzutaten, Fleisch, Kartoffel, Zwiebel. Heute benötigt wird etwas mehr Zutaten, weil ich koche heute ein bisschen anders Kazan-Kebab oder Kazan-Kebab. Ich koche dieses Gericht heute im Kazan, asiatische Dachofen oder schwere Wok aus Gusseisen. Wenn Sie haben zu Hause Dachofen, dann kochen Sie dieses Gericht im Dachofen. Im Dachofen funktioniert hundertprozentig, weil im Dachofen kann man alles anbraten, dann im Topf. Mit Deckel zu, Griebelke zu unten, Griebelke zu oben und dann schmoren lassen. Dachofen für dieses Gericht super geeignet. Was Besonderes an diesem Gericht? Geschmort wird mit Quitte-Apfel. Quitte haben süß-sauren Geschmack und hat sehr geeignet zum Schmoren. Und dieser süß-saure Geschmack verleiht diesem Gericht ganz anderer Geschmack, ganz anderer Geschmack. Und jetzt über Zutaten. Genug geredet, ich bin dran jetzt. Drei Hauptzutaten: Fleisch, in meinem Fall Rindfleisch, festkochendes Kartoffel und Zwiebel, da sind die Hauptzutaten für Kazan-Kebab. Weiter geht's mit Knoblauch, viel Knoblauch. Spitzenpaprika, rot, grün oder gelb, spielt keine Rolle, nach eurem Geschmack. Kazan-Kebab ohne Grünzeug geht nicht. Dill, Petersilie, Lauchzwiebel und rote Zwiebel für Farbe. Dann Möhren, grob geschnitten. Quitte, leckere Quitte-Apfel. Typisch asiatische Gewürze, Koriander, Kreuzkümmel, Paprika, Edelsüß, natürlich Pfeffer und Chili. Benötigt wird noch Sonnenblumenöl, Wasser und natürlich Salz. Ohne Salz geht nicht. Brennholz, Feuerofen und Kazan. Kazan 10 Liter. Und fast wie immer, ich starte mit Sonnenblumenöl. 150 bis 200 Milliliter. Ganz kurz über Ablauf. Erstmal Kartoffeln frittieren. Zu 70% soll Kartoffel durch sein. Dann wird Fleisch kurz von allen Seiten, am besten von allen Seiten angebraten, auch raus. Dann kommt Zwiebel, Möhren, Knoblauch, Fleisch wieder rein, umrühren, Kartoffel oben drauf, Gewürze, Wasser und dann schmoren lassen. Eineinhalb Stunden schmoren lassen. Ich habe schon wahrscheinlich 100 Mal gesagt, mit Öl Kazan einfach einschmieren. Kazan bekommt Lotus-Effekt. Öl ist heiß geworden, Kartoffeln am besten mit Papiertücher abputzen. So, so funktioniert das. Und die ganze Kartoffel rein. Nur die Hälfte. Ich bin wieder da. Kartoffel wird frittiert. Bis gewünschte Farbe. Gewünschte Farbe, bisschen sogar braun. Goldbraun. Von außen bekommt Kartoffel Kruste und innen drin wird Kartoffel noch roh. Schauen Sie, wie gut ist die Farbe. Eigentlich kann man diese Kartoffel zu Ende frittieren, damit er gar ist und dann lecker essen. Ohne Fleisch, ohne Zwiebel kann man so Kartoffel essen. Welches Fleisch kann man für dieses Gericht benutzen? Kann man natürlich Lammfleisch, kann man Rindfleisch, kann man Schweinefleisch. Aber mit Rindfleisch bin ich besser zufrieden in diesem Gericht. Fleisch in circa 5 cm Würfel schneiden und dann anbraten von beiden Seiten. Aber ganz kurz, ganz kurz. Und versuchen Sie von allen Seiten Fleisch anbraten, kurz anbraten. Und zum Beispiel Rindrippen kann man stärker anbraten, weil Rippen haben genug Fett dran. Die werden sowieso saftig. Und wenn Sie sehen, ich habe die Rippchen
Steak angebraten. Damit Gericht nie so deftig wird, 100 oder 150 ml Sonnenblumenöl entfernen. Mit zwei Hauptzutaten, wir sind durch, jetzt dritte Hauptzutat Zwiebel. Dann sofort Möhren und grob geschnittene Quitteapfel. Jetzt alle drei Zutaten vermischen und kurz anbraten, vielleicht 2 Minuten. Fleisch wieder rein. Fleisch sieht gut aus, aber innen drin sind noch Fleisch roh. Knoblauch, ca. 6 Knoblauchzehen klein gehackt. Gewürze und nur zwei Drittel drauf. Salz, halbe Esslöffel Salz. Einmal gründlich umrühren, damit alle Zutaten vermischen, besonders Salz und Gewürzen. Kartoffel oben drauf, aber die Farbe von Kartoffel, mega leckere Farbe. Kartoffel ein bisschen verteilen und dann Salz, nur auf Kartoffel. Und ein Drittel von Gewürzen auch, auf Kartoffel. Rotes Spitz Paprika. Kann man mehr davon. Rotes Zwiebelgrünzeug nicht unbedingt jetzt drauf. Ich musste nur ein Foto machen davon. Letzter Schritt. Wasser. Heiß. 200 ml ungefähr. Kasan ist voll. Deckel von Kasan. Wir machen jetzt zu. 1,5 Stunde warten. Unter kleinem mäßigem Feuer dämpfen lassen. Schmoren lassen. So ein Stückchen Holz kommt jetzt rein und ich hoffe, es reicht für 1,5 Stunden. Sie kann jetzt sagen, natürlich, dieser Holzstück hat mir nie gereicht. Muss ich nachladen, aber nicht viel. Wenn diese Holzstückchen anfangen zu brennen, Zuluft und Abluft reduzieren auf Minimum. Langsam schmoren lassen. Und so viel soll Feuer unter Kasan sein, 1,5 Stunden. Musik ist aus, einfach anhören, wie lebt oder atmet Kasan. Lange 1,5 Stunden sind endlich um. Nein, ist es viel mehr als 1a. Jetzt. Grünzeug und rote Zwiebel obendrauf, reichlich drauf. Kartoffel sieht und schmeckt wie Backkartoffel. Und jetzt Fleisch, zartes Fleisch. Mir persönlich hat das Rippchen von Ring sehr gut gefallen. Und natürlich Quittestückchen. Draußen ist es kalt, ich mache den Prozess, ich habe gerade gezeigt, wie weich ist das Kartoffel und wie zart ist das Fleisch. Und Quitte. Unglaublich lecker. Natürlich leckere Rindfleisch. Und jetzt Kartoffel. Kochen Sie unbedingt Kasan-Kebab mit Quitte. Mit anderen Gemüse. Ganz einfach und mega lecker ist. Tschüss und auf Wiedersehen und bis nächstes Mal, euer Grill-Jiggy. Tschüss.